Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, mich gibt's noch. Ganz spontan jetzt heute dieses Video. Ich wollte euch ein bisschen was erklären, aber da möchte gerade jemand, glaube ich, die Treppe hoch. Moment. Ist Sandro? Ja, sorry. Kannst hochkommen, alles gut. Ja, dazu passend. So können wir eigentlich ganz gut schon in dieses Video einsteigen. Ja, seit vielen Wochen ist jetzt nichts mehr online gekommen, einfach weil es für mich tatsächlich sehr, sehr schwer ist und war, Videos zu produzieren. Ich habe hier alle Kinder im Haus, mein Mann ist mit da, er kann ja nicht arbeiten wegen des Lockdowns. Und auch wenn es so einfach immer aussieht, Videos zu drehen, Vlogs zu drehen, viele meinen ja auch, man nimmt einfach die Kamera in die Hand und dann legt mal los. Also bei mir ist es tatsächlich nicht so, weil ich mir schon immer viele Gedanken gemacht habe, wenn ich ein Video online gestellt habe. Einfach, dass das Video einen roten Faden hat. Ja, ich wollte immer Kochstories mit drin haben, einfach, dass ihr eine kleine Inspiration habt. Dann einfach irgendwas Kreatives auch mit dabei. Sollte jetzt nicht nur eine Begleitung durch den Tag sein, denn ihr habt natürlich auch viel Stress, ihr habt selbst euren Alltag und da habe ich mir einfach immer gedacht, ja, was interessiert denn dann die Menschen da draußen meinen Alltag? Auch wenn ich immer wahnsinnig viel Feedback natürlich bekommen habe, was mich total gefreut hat, habe ich immer so hohe Anforderungen einfach gehabt. Ich weiß, wie gesagt, dass es für viele da draußen sehr einfach aussieht, so ein Video online zu stellen. Für mich war es das noch nie. Und ich habe viele, viele Jahre an meinem Kanal gearbeitet tatsächlich und war tagelang und nächtelang immer da gesessen, habe mir alles selbst beigebracht, das Schneiden, die Thumbnails und so weiter. Mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so, ne? Mittlerweile gibt es für alles Tutorials und dann, ach Gott. Ja, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, da kann ich später gerne nochmal drauf eingehen. Das soll jetzt einfach nur so ein kleines Labervideo werden. Achtet nicht auf meine Haare, wir wollen ja alle zum Friseur, ne? Die müssen dringend geschnitten werden, aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Es geht einfach nur darum, dass ich hier mit den ganzen Männern im Haus einfach nicht die Möglichkeit hatte, mich in Ruhe hinzusetzen und für euch Videos zu produzieren. Zumal man ja auch nichts weiter erlebt da draußen. Also ich kann euch ja nirgendwo mit hinnehmen. Und zum DM zum Beispiel renne ich nur, wenn ich eine Zahnpasta brauche. Beziehungsweise die nehme ich mir dann beim Supermarkt mit, um einfach Wege zu sparen. Und ich war jetzt aber zufällig gestern beim DM. Wir haben nämlich 50% und da habe ich einiges für Italien mitgenommen. Mal schauen, wenn jetzt der Liam noch ein bisschen schläft, schaffe ich es vielleicht, einen DM-Haul abzudrehen. Aber das bezweifle ich. Ja. YouTube. Also, YouTube fehlt mir tatsächlich total. Wie gesagt, ich habe da lange für gearbeitet, für meinen Kanal, den ich mir aufgebaut habe. Es war immer so mein Baby, auch wenn sich das komisch anhört, aber ich habe da tatsächlich immer total dran festgehalten und war immer darauf bedacht, pünktlich meine Videos online zu stellen. Ich habe da einfach ja, so ein Versprechen abgegeben, 2 Videos die Woche, manchmal sind ja sogar 3 Videos die Woche gekommen, dann als der Liam auf der Welt war, nur noch 1 Video die Woche. Das hängt aber auch mit daran, also es hängt damit zusammen so rum, ich werde dieses Video übrigens auch nicht schneiden, ich quatsch jetzt einfach so mit euch, als würde ich mit einer Freundin reden. Ja, real life. Ja, durch die Geburt mit dem Liam war es natürlich dann nochmal schwieriger, aber auch nur deshalb, weil ich ihn ja nicht zeige. Ja, für alle Blogger, die ihre Kinder zeigen, ist es anders. Und ich wollte ja oder ich will ja nicht mal, dass man ihn im Hintergrund zum Beispiel hört, wenn er ja kurz irgendwie sich bemerkbar macht, weil er irgendwas will und meint, er müsste dann laut werden, ne? Weil sonst heißt es ja dann wieder, oh ja, anstatt in die Kamera dumm zu quatschen, kümmere dich mal um dein Kind. Werdet ihr hier sowieso nicht erleben. Also der Liam bzw. meine Kinder stehen sowieso immer an erster Stelle, aber die anderen, die können sich ja schon selbst versorgen. Ne? So, und dahingehend war das natürlich auch schwierig. Also das heißt, ich konnte immer nur in der kurzen Zeit drehen, wenn der Liam geschlafen hat, also seinen Mittagsschlaf macht, so wie jetzt. Das sind aber manchmal nur
eineinhalb Stunden, manchmal nur eine Stunde. Und bis ich mein Set aufbaue, brauche ich schon eine halbe Stunde, weil ich da nichts Vorbereitetes habe. Das heißt, ich muss die Softboxen erstmal hochtragen, ich muss alles platzieren, muss gucken, wie es vom Hintergrund passt und so weiter. Mich wundert sowieso gerade, dass ich sowas hier mache. Das kommt ja tatsächlich nicht so oft vor oder ist nicht so oft vorgekommen. Aber meine Freundin Steffi, die meinte jetzt auch, Mensch Heidi, also die hatte das dann schon gemerkt, immer wenn ich ihr per WhatsApp drauf gesprochen habe, dass mir das schon sehr, sehr leid tut, dass ich es einfach nicht schaffe. Sagt sie, Mensch Heidi, du stehst dir doch gerade schon wieder selbst im Weg, warum machst du es dir so kompliziert? Nimm einfach deine Vlogkamera, stell sie hin und laber in die Kamera und erklär den Leuten da draußen, warum du jetzt gerade keine Videos produzieren kannst. Denn die Leute, die dich mögen, die dich gerne schauen, die schauen sich auch dieses Video an und die sind natürlich auch daran interessiert. Ich habe ja auch viele Nachrichten bekommen, was denn los ist, ob es mir gut geht. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich da schon noch in eurem Gedächtnis bin. Aber dieses ganze Internet, das ist natürlich sehr schnelllebig. Ne? Wenn ich jetzt weg bin, kommt die nächste oder dann schaut ihr natürlich die nächste. Verstehe ich auch. Ist völlig legitim, völlig verständlich, ganz klar. Aber ich bin halt für mich so enttäuscht und so traurig darüber, dass ich das einfach ja, nicht weiterführen konnte bis jetzt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass alles besser wird, dass mein Mann wieder arbeiten gehen kann, dass die Kinder wieder den Schulalltag erleben dürfen, denn das ist natürlich für alle eine Belastung. Das geht mal 3, 4 Wochen, 5 Wochen, aber letztendlich ist es halt für mich jetzt die letzten Monate tatsächlich so gewesen, dass ich hier sehr, sehr viel Ballast drauf habe und hatte. Natürlich auch, weil man versucht, hier die Laune, also alle bei Laune zu halten, ne? Denn wenn dann die schlechte Laune mal ausbricht, ist es fürs Familienleben auch nicht so gesund. Aber schlechte Laune kommt jetzt dann schon auch auf, klar. Die Kinder sind nicht ausgelastet, auch der Liam nicht. Es war das Wetter so schlecht, man konnte kaum rausgehen. Also gegen Kälte habe ich nichts, dafür gibt es anständige Klamotten, aber wenn es die ganze Zeit regnet, was will ich da mit einem Zweijährigen auf der Straße? Da gehst du vielleicht mal 20 Minuten mit dem Schirm, aber dann gehst du auch wieder rein, damit das Kind nicht krank wird, ja? Und er muss ja natürlich auch irgendwie gefördert werden, bespaßt werden und hier muss aber trotzdem alles laufen. Also für mich persönlich, so habe ich es auch meinen Männern erklärt, in einer Runde, als ich mal ein bisschen sauer war, ne? So, das ist das italienische Zeichen dafür, dass es einem die Nerven irgendwie dann auch mal durchgehen, habe ich meinen Männern erklärt, dass es für mich eigentlich kein Lockdown ist. Für mich geht ja, also mein Leben, meine Arbeit geht ganz normal weiter. Ich kümmere mich um den Haushalt, ich gehe einkaufen, ich koche. Ne, es bleibt ja alles gleich. Natürlich kann ich nicht shoppen gehen, so wie wir alle nicht. Natürlich kann ich abends nicht ins Büro, auf die Arbeit. Okay, aber trotzdem läuft ja für mich alles weiter. Für meinen Mann nicht. Der ist hier zu Hause, der kann nicht auf die Arbeit. So, und nachdem er ja wirklich 20 Jahre oder mehr, das hier zu Hause gar nicht kennt, habe ich euch auch schon mal erzählt, dass wir ja so ein bisschen ein anderes Familienmodell haben, musste er sich da auch erstmal reinfinden. Und für mich war es natürlich auch schwierig, ihm ständig alles zu erklären, ja. Wo die Klamotten vom Liam sind, warum ich ihn jeden Morgen bade, wie halt der Ablauf hier ist, ja. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Belastung gewesen. Es war jetzt nicht einfach, ist es nach wie vor nicht, aber ihr kennt mich, jeder, der mir schon länger folgt, der weiß, dass ich auch nicht lamentiere oder mich beschwere. So habe ich es mir ausgesucht, eine Großfamilie und das schaffe ich auch alles. Aber letztendlich musste mir selbst jetzt eingestehen, und es fällt mir wirklich schwer, das selbst auch auszusprechen, dass ich mit YouTube einen Gang zurückschalten muss. Also, ja, ich hätte natürlich mich so wie jetzt einfach hinsetzen können und sprechen können, aber selbst das wäre eigentlich nicht gegangen, weil natürlich kann jetzt mein Mann nicht verbieten, hier durchzulaufen bzw. Musik zu hören oder sein Schreibkram oben zu machen. Jetzt ist er ja gerade unterwegs, weil er noch was besorgen muss. Jetzt passt gerade ganz kurz ganz gut, aber diese Momente hatte ich einfach nicht, ne? Wie gesagt, es gab immer was zu tun. Waschküche ist übrigens auch angekommen. Wollte ich euch noch ganz kurz berichten vor ein paar Tagen. Ich bin mega glücklich, aber selbst die habe ich noch nicht komplett eingeräumt, sortiert. Also ich versuche immer, mal eine halbe Stunde abzuzwacken.
Und ja, wenn sie fertig ist, kann ich sie euch gerne zeigen. Auf Instagram habe ich schon einen kleinen Einblick gegeben. Da haben sich auch alle mega doll für mich gefreut. Das hat mir auch sehr, sehr gut. Instagram, da kann ich auch noch kurz was dazu sagen. Merk schon, ne? Ich laber und laber in einer Tour. ja, aber finde ich jetzt auch schön, dass ich wieder ein bisschen was mit euch besprechen kann. Aber nee, Moment, stopp. Ah, da kommt der Liam. Seht ihr? Jetzt ist er wach. Moment. So, der Alessandro ist jetzt gerade zu lieb und passt ein paar Minuten auf den Liam auf, während ich jetzt hier noch ganz kurz meine Gedanken zu Ende führe und euch noch ein bisschen was erkläre. Also, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich habe das Gefühl, dieses Video hat keinen roten Faden. Tut mir auch total leid. Das ist, wie gesagt, überhaupt nicht meine Art. Auch nicht, dass ich kein Set aufbaue. Und ich habe mir jetzt gerade ganz kurz die Sequenz schon mal angeschaut. Die ganze Zeit hing mir da so ein Haar so komisch weg. Ich hätte das tatsächlich gelöscht und hätte es nochmal gedreht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich Sequenzen einfach wieder gelöscht habe, nochmal angefangen habe, wieder gelöscht habe, nochmal angefangen habe. Also nicht die Vlogs, sondern wenn ich irgendwelche Hauls zum Beispiel oder andere Videos gedreht habe, in denen ich da vorne auf meinem schönen Sessel sitze. Das Eck hatte ich mir ja sogar extra eingerichtet vor Corona, weil ich ja so Laber-Videos machen wollte, mit euch Dinge besprechen wollte, Themen, die ihr mir eben vorschlagt. Aber ja, das war ein bisschen holprig. Aber nach wie vor ist es immer so für mich, meine Anforderung an mich selbst, das zu halten, was ich verspreche, das sowieso, und das auch einzuhalten. Und YouTube war schon immer, also während ich eben YouTube-Videos für euch online gestellt habe, so eine Prämisse. Und selbst wenn ich, nee, Prämisse ist das falsche Wort, also ich habe mich selbst mitten in der Nacht noch hingesetzt und habe diese Videos geschnitten, damit sie dann eben pünktlich Donnerstag und Sonntag online gehen. Und ja, das fehlt mir schon total, klar, aber ich, wie gesagt, es war einfach nicht möglich, irgendwas zu produzieren und sich dann irgendwie komische Sachen aus den Fingern zu ziehen, das wollte ich einfach nicht. Ich möchte ja, wie gesagt, dass so ein Video auch Hand und Fuß hat. So ein Video bedeutet aber auch für mich, dass ich dann im Nachhinein, wenn ich es gedreht habe, nochmal 3 Stunden mindestens schneide. Ja, also kommt natürlich drauf an. Ein Vlog, da sitze ich schon eine Weile, bis ich dann die Musik raussuche und dann das Ganze noch beschrifte und so weiter. Und auch die Thumbnails, damit tue ich mir ja besonders schwer. Ich bin auch nie zufrieden mit so einem Thumbnail. Für alle, die nicht wissen, was ein Thumbnail ist, das ist einfach dieses Startbild, das ihr als erstes seht. Und wenn es euch eben anspricht, dann klickt ihr drauf und schaut es euch an. Und ich war ja auch noch nie jemand, der irgendwie mit Clickbait gearbeitet hat. Natürlich werden dann die Videos auch geklickt, weil wenn man irgendwelche Schlagwörter benutzt und irgendwelche schlimmen Sachen, die vermutlich gar nicht in den Videos vorkommen, ja, dann hat man natürlich noch mehr Erfolg, aber das bin ja nicht ich. Also ich musste mir das, wie gesagt, alles selbst beibringen, auch zum Beispiel die Endcard, das wollte ich auch noch ganz kurz erklären, das werde ich auch nie vergessen, vor Jahren, ich wollte unbedingt so eine Endcard, ja, also das bedeutet, wenn das Video zu Ende ist, seht ihr dann, ja, Bilder, auf die ihr dann auch klicken könnt und unten schreibt man dann noch einen Text, ja, schaut euch das letzte Video an oder schaut mal da vorbei oder, so. Bis ich das hinbekommen habe, ich werde das nie vergessen, wirklich Stunden habe ich gebraucht. Mittlerweile gibt es ja diese Funktion automatisch schon auf YouTube, dass man das so einstellen kann. Soll euch jetzt gar nicht interessieren, ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch gar nicht wissen, wovon ich da spreche, aber ich habe mich da immer voll reingehängt, ja, weil es einfach ja, von einem Hobby zu dem geworden ist, was es jetzt ist. Einfach, dass ich viele Menschen unterhalten habe, vielen Menschen eine Art Inspiration auch weitergeben konnte und euch hier kostenlos quasi unterhalte. Jetzt habe ich selbst auch gemerkt, eine Zeit lang, vor allen Dingen abends oder nachts, wenn ich dann nicht so einschlafen konnte, weil ich wirklich viele Gedanken im Kopf hatte, auch bezüglich natürlich unserer Selbstständigkeit, ja, dann habe ich mir einfach so Videos angeschaut, in denen einfach jemand da sitzt und so ein bisschen erzählt. Und das hat mir gut getan. Ne? Da habe ich mir gedacht, Mensch, das tut doch total gut. Auch wenn mein Mann jetzt zum Beispiel, wenn er solche Videos sieht, wenn die Jungs Videos schauen, ne, dann sagt er immer, Mensch, was erzählt denn der da für einen Quatsch? Ne? Klar, man muss schon die Antennen dafür haben, ist mir schon klar. Aber das hat mir schon auch gut getan. Aber selbst das habe ich ja eben nicht geschafft, mich hinzusetzen und mit euch Themen zu besprechen oder mit euch einfach die Dinge ja, aufzugreifen, die ihr mich gefragt habt. So. Und ich hoffe, dass es jetzt wieder besser wird. Natürlich
habe ich ja schon erwähnt, auf Instagram, darauf wollte ich nochmal ganz kurz hinaus, ist es für mich tatsächlich einfacher. Ja, ich nehme jetzt einfach mein Handy in die Hand, so, und dann erzähle ich was. Erzähle, was hier gerade passiert. Ich zeige euch, was ich koche. Das geht aber auch schneller. Das sind ein paar Sekunden, ja. Und das ist ganz anders als YouTube. Und ich habe es jetzt vorhin auf Instagram auch schon erzählt. Auf YouTube ist es schon auch nochmal von den Zuschauern anders, tatsächlich. Also auf Instagram ist das Ganze persönlicher. Da ist es mit dem Hate, das hält sich in Grenzen. Auf YouTube ist es nochmal eine andere Nummer. Und ich weiß eben deshalb, warum ich diese Videos, diese Sequenzen dann auch immer gelöscht habe, wenn ich mich zum Beispiel kurz verquatscht habe, ja? Dann, oh nee, das muss ich wieder löschen. Und wenn ich da eine Haarsträhne, oh nee, dann wieder löschen. Und oh, wenn der Ansatz zu sehen war, oh nee, wieder löschen, weil, ne? Du bekommst halt immer Hate, du bekommst immer irgendwelche Kommentare, die die Welt nicht braucht, die einen dann auch verletzen, an manchen Tagen nicht, dann stehst du drüber, musst du mittlerweile auch, aber ich werde mich eben niemals damit abfinden, dass es Menschen da draußen gibt, die sich eben in dieser Dunkelheit des Internets bewegen und meinen, sie könnten da mit der Axt durch den Wald gehen, ja. Das muss ich mir auch nicht gefallen lassen, also bei mir hielt sich das natürlich auf YouTube schon auch in Grenzen, aber letztendlich habe ich immer versucht, da keine Plattform zu bieten. Jetzt bietest du diese Plattform natürlich auch, indem du einfach nur die Kamera einschaltest und da reinschaust und vielleicht irgendwie gerade, so wie jetzt, vermutlich das Licht viel zu stark ist, wie ich das jetzt auch gerade sehe. Ich werde fluchen, wenn ich dieses Video schneide, das weiß ich ja schon. Ja, klar, damit muss man auch irgendwo leben, dass es diese Menschen gibt. Aber ich sehe halt für mich immer im Vordergrund die Menschen, die mir gerne zuschauen und die eben auf meine Videos warten bzw. gewartet haben. Und ich hoffe, dass das vielleicht eine kleine Erklärung für euch war. Ich hoffe, dass ihr trotzdem demnächst wieder mit am Start seid. YouTube wird mich hart bestrafen, das weiß ich, mit dem Algorithmus. Deswegen habe ich da auch immer so hart dran festgehalten. Ja, immer, nein, und ich muss dieses Video jetzt online stellen, weil sonst werde ich bestraft von YouTube, sonst werden meine Videos nicht angezeigt und sonst war meine Arbeit umsonst. Umsonst ist die Arbeit nicht, denn als ich angefangen habe und jetzt zum Beispiel nur 50 Menschen geschaut haben, war ich die Glücklichste. Und dann haben irgendwann 5000 Menschen zugeschaut und ich dachte mir, wow, wie toll, ich habe 5000 Menschen erreicht und ich habe so viel positives Feedback bekommen. Also jetzt mal abgesehen davon, man muss mir nicht Zucker in meinen Hintern blasen. Es kann nicht nur positives Feedback geben, ich bin immer bereit, euer Feedback aufzunehmen. Ich mache mir dazu Gedanken und wenn ich merke, hey, das und das hast du vielleicht falsch gemacht oder das könntest du mal anders machen, könntest du anders probieren, habe ich das schon immer aufgenommen. Darum soll es jetzt nicht gehen, ne? Es geht, also da geht es eher um die Leute, die wirklich, also böse sind und ein Böses wollen und einen einfach nur beleidigen wollen, so. Aber darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass umso mehr Menschen einfach zugeschaut haben, natürlich wächst in einem auch so dieses, oh nein, und jetzt muss ich ja wieder und die warten auf ein Video. Ja, letztendlich war es dann so, dass natürlich die Zuschauer gewachsen sind und irgendwann, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video online gestellt habe, am nächsten Morgen, wenn ich dann auf meinen Kanal geschaut habe, um die Kommentare zu beantworten, zum Beispiel 20.000 Menschen dieses Video gesehen haben. Es ist natürlich dann auch irgendwann zurückgegangen, dann fing das wieder an, mit YouTube hat was umgestellt und so weiter. Natürlich, darum soll es jetzt auch nicht gehen, aber letztendlich, ja, ist es halt für mich immer so gewesen, hey, die Leute warten und die warten jetzt, die wissen ja, Donnerstag und Sonntag kommt ein Video und du schaffst es jetzt einfach nicht, ein Video zu stellen. Und deswegen mitten in der Nacht wirklich noch hardcore geschnitten und gemacht und getan. Aber jetzt, ja, ging es halt einfach nicht, ne? Jetzt habe ich gerade wieder den Faden verloren, weil wieder jemand reinkam. Sorry dafür. Ich beende jetzt an dieser Stelle auch das Video. Ich habe mit Sicherheit 20.000 Sachen vergessen, die ich eigentlich noch sagen wollte. Wie gesagt, ich hoffe so, so sehr, dass es jetzt besser wird, dass vor allen Dingen natürlich da draußen die Situation besser wird. Ich glaube, ich muss es gar nicht dazu sagen. Ich sage es lieber einmal dazu. So viel zum Thema wieder. Die Hater. Natürlich ist es wichtig, dass wir alle gesund sind. Diese Situation, die hat uns alle fertig gemacht. Jeden mit Sicherheit. Es war und es ist sehr, sehr traurig, dass wir einfach nicht mehr das machen können, was wir gewohnt sind. Dass es mit der Arbeit einfach nicht funktioniert für viele Menschen da draußen. Ganz, ganz viele Kinder
die ich wirklich, also an die ich tagtäglich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten gedacht habe, die es daheim nicht so gut haben. Das hatte ich auch auf Instagram mal angesprochen. Und ja, ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch, das wisst ihr auch. Aber selbst mir ist das Ganze jetzt so langsam ein bisschen zu viel und geht mir schon sehr an die Nieren. Muss ich auch zugeben, ist ja klar, ne? So, und ja, auch diesbezüglich, es hätte jetzt auch keinen Sinn gemacht, wenn ich ein Video mache und die ganze Zeit nur rumjammer, wie anstrengend das hier ist, ne? Also das möchte ja auch kein Mensch sehen. So, das habe ich euch erspart. Ja, okay, meine Lieben, also, dann versuche ich jetzt noch den DM-Haul zu drehen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Wie viel Uhr haben wir denn? Ja, nee, wahrscheinlich eher nicht. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr mir vielleicht treu bleibt. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu. Schreibt mir sehr, sehr gerne, wie es euch in den letzten Wochen und Monaten ergangen ist. Ich freue mich über euer Feedback, selbstverständlich. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch allen da draußen gut geht und dass wir uns dann ganz bald wiedersehen. Bis dann, macht's gut. Ciao, danke fürs Zuhören.